Jo Leute, servus, willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Pilok TV, und zwar in unserer 60-Karriere. Und wir haben was zu sagen, zu Beginn. Und zwar haben wir durchaus gemerkt, dass in der letzten Zeit die Karrierefolgen nicht sehr gut bei euch ankommen. Das sieht man durch wenige Aufrufe. Und deshalb wollten wir euch einfach fragen, habt ihr Lust auf Karriere? Sollen wir es weitermachen? Wenn ja, dann machen wir es natürlich super gerne. Dazu brauchen wir einfach eine Rückmeldung von euch. Schreibt einfach in die Kommentare. Feedback oder auch Kritik ist auch gern gesehen. Ich meine, wir sagen es ja auch oft genug. Es wird schon, also wir würden uns das echt wünschen, weil ich meine, wir stellen uns auch jede Woche hier und machen Videos für euch, und wir würden es halt uns gerne wirklich wünschen, dass von euch auch ein bisschen was kommt. Und deshalb wollen wir euch fragen, wollt ihr es vielleicht mit einem anderen Verein auch sehen? Oder was wollt ihr überhaupt für Videos sehen? Was wollt ihr für Spiele sehen? Wie kommt die Karriere bei euch an? Einfach brauchen einfach ein Feedback, damit wir darauf aufbauen können und arbeiten. Und es wäre uns einfach wichtig, dass da irgendwas kommt von euch. Sollte jetzt nichts kommen, dann werden wir jetzt langsam auch lassen dann mit der Karriere und uns vielleicht dann mehr auf die Prognosen spezialisieren, weil die ja gern gesehen werden bei euch. Ja. Und ja, aber ich hoffe, es kommt was zurück von euch. Und ja, schreibt einfach rein und wir freuen uns drauf. Genau. Jetzt geht's aber hier los mit dem Spiel gegen Heidenheim. In der Tabelle sieht man, dass wir ein bisschen abgerutscht sind. Mittlerweile noch 9., da die letzten 3 Spiele jetzt nicht so der Burner waren. Und das müsst ihr natürlich heute ausbessern. Ja, und zwar das letzte Spiel vor der Winterpause. Die eigentlich nicht vorhanden ist, weil wir am 10. Januar oder so schon wieder spielen. Eigentlich nicht, nee. Sagen wir mal vor dem Winter. Eine Pause. Eigentlich. Oh, Skype. Also mir fällt auf, dass in der Liga sehr viele blaue Trikots schon gefahren. Mhm. Ja, denke, die Aufstellung passt so kurz vor der Winterpause fast, oder? Ja, mal schauen, ja, eigentlich. Ne, lass das einfach mal so. Und das ist unsere Top 11, mit der haben wir mal oft genug gewonnen. Eiche, lass mal nochmal spielen. Ja, das ist vielleicht besser als Ortega, glaube ich. Und dann in der Winterpause werden wir uns vielleicht mal einen neuen Torwart anschaffen. Ja, wahrscheinlich eher ein Torwart, würde ich sagen, als ein ZM. Kommt darauf an, wie es vom Geld her klappt, wie viel Kohle wir noch haben. Vielleicht auch beide Positionen. Ja, aber Torwart hat auf jeden Fall mal Priorität. Ich denke, im Mittelfeld sind wir gar nicht so schlecht besetzt. Das schaffst du eh nicht. Warte, ey. Ah, ups, Entschuldigung. Ja. Das ist gerade gar nicht so schlecht. Echt? Aber da flacken so viele Bälle rum, die irritieren mal ein bisschen. Ja, voll durch. Nee, ich glaube, das wird nicht so. Leider. Eine sehr schwere Übung, weil man wirklich genau aufs Tor zielen muss. Das ist die Herausforderung. Daheim sind wir eigentlich immer relativ stark gewesen. Naja. Echt? Okay. Vielleicht am Anfang noch eher. Auf jeden Fall müssen wir ein bisschen konzentrieren von Anfang an schon. Ja. Boah. Schade, ja. Aber super Schuss. Ja, war nicht so schlecht. Ging schon. Ich war noch der dritten Weihe da. Oder das zweiten Weihe. Riese. Das ist auch so ein Riese. Riese ja nicht unbedingt, nee. Oh, falsch. Tor zustellen, dass wir ein paar Spieler in die Mitte kommen. Und dann keiner an den Ball kommt. Geil. Ja. Wie geht das? Ich hab ihn voll behindert und Bitch! Das ist ihm scheißegal, irgendwie hab ich das Gefühl. Ja. Das war vor allem total abseits. Das muss eigentlich abseits abgepfiffen werden. Stimmt. Gott sei Dank, na, Alte in der Mitte, oh Gott. Und er kommt zum Ball und nein! Köpft an den Pfosten. Scheiße, der Kleinste köpft einfach mal an den Pfosten, so ist es. Schade. Das war ein Schlag ein. Und ja, knallt wieder eine Fallrückzieher irgendwie raus. Keine Ahnung, sind diese lustigen. Klärungsversuch. Ja. Oder Klärungen. Jetzt aber bitte. Nochmal. Ah, was war das denn für ein Gammelkack? Ja, auch immer spielen können, gell? Ja. Aber stand da diesem Abseits oder kann es sein? Nee, gar nicht. Okay. Habe ich mich versehen gehabt. Oh. Vor allem ist es kein Abseits, wenn du selbst davor am Ball bist.
Ja, Stimmenlichter, glaube ich, ist eher nicht so. Jetzt hat. Na. Geht ins Dribbling, bringt da nichts. Schön. Ja, außen. Oh, du bist zu weit. Aber trotzdem noch zum Schuss kommen. Oh mein Gott. Wie kann man den denn versemmeln? Ach du Scheiße. Knallt da irgendwo hin, der muss ihn einfach nur leicht, muss einfach nur leicht einschieben. Oder mit dem Kopf einfach. Oder leicht reinlupfen oder irgendwas. Auf jeden Fall nicht so ein Dreck. Ach Mann. Das war sehr unnötig. Wegen solchen Bällen verlieren wir, aber spielen wir zu dumm und unentschieden in den letzten beiden Spielen. Ja. Was ist das? Dreck. Da wusste hast du. Hack, Hacke. Spitze 1, 2, 3. Genau, und dann. Stark. Oh, was ist das denn? Eckball, das ist glaube ich genau. Nee. Nicht, oder? Alles so kacke abgeschlossen. Ja, richtig. Oh Gott, das war echt so kacke abgeschlossen. Spiel gegen HD. HD, HDH. HDMI. HD, genau, HDMI. Das Ja, ist eigentlich hallo. faul, ja. Und wenn er jetzt nicht gepfiffen hätte, dann hätte ich ihn ausgewechselt in den Schiedsrichter. Gegen Ansgar von Hauenstein. Was ist denn los mit den Spielern? Keine Ahnung. Was ist das? Ich glaube, die sind einfach zu. Die sind richtig blöd. Das nervt einfach nur. Nimm doch einfach den Ball an, oder? Mist. Mann. Den anderen Spieler juckt es überhaupt. Ja. Kann er auch stehen. Wird eigentlich weggerichtet, aber chillt doch. Ist dem egal irgendwie. Ist mehr. Gefault, ist mir egal. Fuß, ist mir egal. Ne, Fuß im Bein. Oh, so ein Pass schon wieder, wenn ich ihn schon sehe, dann stellen sich schon meine Zehennägel auf. Zehennagel, das ist Verletzungsursache. Ja. Augenprellung. Also, das könnte echt nur. Es gibt's einfach nicht. Ich hasse den so. Ich hasse euch alle einfach nur. Also darf man auch mal halten. Oh Mann. Weißt du, der schießt aus 40 Metern oder so. Oh, und schlecht. Und der war noch nicht mal sonderlich platziert. Schau, das sind eh 30 Meter oder so. Wie krass. Den darf man schon mal halten als Torwart. Oder? Der ist schon ziemlich nach unten gesenkt. Das ist so was ein Sankschuss, ein Senkschuss. Aber trotzdem kann man eigentlich schon halten. Wenn er richtig abspringt. Und vor allem halt wieder der erste Schuss auf unser Tor. Hä? Das ist halt einfach unnötig, sowas. Senkschüsse mag ich überhaupt nicht, die untergehen. Aber es ist. Also kann man schon halten, immer, auf jeden Fall. Vor allem in der zweiten Liga. Da auf jeden Fall. Es muss eigentlich schon glatt sein, ja. Hat. Ah. Mein Gott, ey. So unverdient, so unverdient einfach mal. Ja. Das gibt's nicht. Glaube ich, erst Torschuss wieder, oder? Ja. Das ist immer so irgendwie. Vor allem in letzter Zeit.
Der Mitte. Jetzt hat komm. Yes. Ja. Nein, abseits. Was? Oh Mann! Außer eine komplett neue Situation eigentlich, oder? Wenn der Torwart den Ball prallen lässt. Ja, eigentlich schon. Oder? Ich ist eigentlich von. Kann man auch mal übersehen, das Abseits. So deutlich war es immer auch wieder nicht. Wie ärgerlich, ja. Außen, ganz außen. Ja, hab ich gesehen. Jawohl. Geh. Ah, ja. Hier! Im Rückraum ist alles frei gewesen. Ja, ich wollte jetzt gedacht in der Mitte steht, aber. Ich wollte einfach nur irgendwie reinbolzen, aber er war. Leider verkackt. Mann, konzentrieren wir jetzt hier. Ja, wir konzentrieren uns die ganze Zeit schon. Wir reden ja kaum noch was. Ja, bringt das trotzdem nichts. Scheiße. Sechs Schiss wieder aufs Tor, hey. Ja, schon total Pech, finde ich. Ja, was sollen wir denn besser machen? Vielleicht habt ihr Vorschläge, schreibt es in die Kommentare. Ja. Vielleicht ist es ja irgendwas, was ihr verbesserungswürdig findet. Mach's. Ja, Alter! Bisschen was kann er dann doch noch. Ja. Voll. Endlich, der besten Spieler von uns. Oh, schönes Rad. Voll im Bein schon angezogen. Hat er sehr schön durchgesetzt und dann endlich super abgeschlossen. Ja. Mehr als verdient. Ich mach mir mal ein Tor. Das wäre ein Sieg hier, unbedingt. Oh nein. Wechseln die Morabit geht raus. Und Vorname? Hm? Kai ist der? Oh, weißt du nicht. Geht aber nicht. Ich hab nie gehört. Hast du aber nicht. Da hast du auch nicht toll gelernt. Ich hab den Spieler noch nie gehört. Du gleich mal ein Sechser. Die meisten Spieler, wo ich den Nachnamen schon mal gehört habe, kennen ja den Vornamen, aber wenn ich Spieler noch nie gehört habe, dann. Ich hatte gleich Monat sein Manuel Neuer. Jetzt komm, in der Mitte. Ja, komm, das ist gar nicht schlecht, das ist gar nicht schlecht. Oh. Aber der drängt dich da voll ab. So, er ist auch zu dumm, einfach vorbeizulaufen. Nein, er muss sich auf den Zweikampf einlassen. Jetzt ab. Oh. Nein! Jetzt müsste eine Kacke raus. Zimmermann, ein Tor. Wie, das Eichernull verraten. Und wir haben den Schreiner am Tor. Jawohl, let's go. Ja, das ist geil. Jawohl, da läuft er vorbei und Rodri macht's rein. Das ist so eine typische Szene, wo man vorbeilaufen kann. Das ist. Weil aber der Torwart einen Tick später da ist. Torwart, der ist typiert. Typiert, Alter. Boah, ja, da zerfickt er ihn. Ja, klar, wenn er eine Leine bestimmt, 11 Meter. Ja. Das ist ziemlich geschickt gemacht. Und da führen wir endlich, Gott sei Dank. Endlich führen wir mal wieder. Hat lange, im letzten Spiel haben wir auch geführt, oder? Ja, in Frankfurt, aber zweimal dann direkt nacheinander einen Ausgleich oder so. Oh, das war kein Foul. Weg! Oh, und dann natürlich genau wieder zum Gegner. In die Füße. Dann hätte ich natürlich jetzt genau wieder auf Druck die machen können. Zehen. Jetzt genau wieder Druck machen können. Und dann so eine 6 lang. Ich hatte den, hey. Gott sei Dank. Und wir sollten vielleicht mal auswechseln. Und das EA-Zeichen nur tio. Schnell. EA Sports. Ey, die Situation ist doch gar nicht der Grund. Das ist real. Das ist geil. Mal hier und Stahl doch, rein. Vom Tor. So, dann passt noch die gleiche Situation. Also die Wiederholung wahrscheinlich. Vom Tor. Ah. Ja. Und ausgewählt. Nee. Dupiert. Dupiert, ey. Das heißt, man nie gehört das Wort, aber. Echt nicht? Nein. Ehrlich gesagt nicht. Nein! Ist er schneller als der? Ah, oh, es gibt einmal vor uns. Alter. Das war ziemlich schlecht vom Torwart. Es war alle Zeit der Welt, aber egal. Da wollte ich eigentlich nicht hinspielen, ich habe eigentlich nach vorne gedrückt. Auch aber wahrscheinlich zu spät. Tut mir leid. Das hat nicht sehr geschickt.
dass er sich sauber den Ball erobert. Vor allem ist auch überhaupt nicht die Position, wo der Zweikampf stattfand. Ah, Mann. Oh, Mann, hallo, was ist das? Kopf. Jetzt Rodri, mach was. Nein, natürlich nicht. Also er kann da nicht mal vorbeigehen oder so. Nee, schafft er nicht. Ist zu langsam. Weicher. Solche Bälle, hey. Ruhig, wir haben Zeit. Schön, das hat sie auf unserer Seite. Hey, boah. Das wäre nicht geil gewesen. Ja. Was ist jetzt los? Was ist das? Hallo. Ja, was? Da war. Hä? War der Ball noch nicht mal? War viel weiter links. Sei rechts. Hier, komm mal. Muss ich. Kapier ich jetzt auch nicht. Halt noch ein bisschen. Vielleicht sind es eben genau diese Kunden. Titsch Rivero. Nein, Mann. Oh nein, und er kommt natürlich perfekt an. Komm, hol den Ball! Hol dir, check den Ball! Hand drauf und hat sich die Sache auch schon. Oh, der ist sehr optimistischer Steilpass. Den kriegt selbst all der nicht. Das ist noch ein Pass auch schon wieder. Das ist wieder so ein Dreck. Aber immer schön weg halt vom Tor. Oh, den kickt er nicht. Der ist ungefähr 3 Jahre in der Luft. Komm, jetzt kommt mal jetzt. Geht schon um. Schieß. Ah. Ja. Keine Abseits. Oh, wir reden jetzt hier gerade gar nicht, weil wir einfach angespannt sind. Das war auch irgendwie nicht auf der Position. Abseits. Boah. Halt ihn, einfach halten. Ja klar, alles. Ich glaube, ich werde ihn kommen, dann. Ui. Jetzt hau ihn weg, einfach wegbolzen. Was? Oh, das ist also Bolzen. Halt ab. Oh, der kann den Ball nicht annehmen, sondern lässt ihn überspringen. Aus, ja, aus, Sieg! Und endlich sind wir wieder 3 Punkte im Sack. Ja. Sau wichtig. Das war echt ein wichtiger Sieg. Sagen wir bei jedem Spiel, aber es ist einfach auch so bei jedem Spiel, einfach weil es einfach da so verdammt eng ist in der Liga. Und es war auch mehr als verdient. Oh Gott, aber vielleicht wieder mit sau schlechte Chancen verhört. Aber mit der einzigsten Chance machen die das Tor. Die anderen sind aber Profi-Style. Ja, ich spiele auch auf Ortspiel. Ortspiel. Boah, das ist bei Dings, ja. Das ist bei Nürnberg. Ja, voll das krasse Derby. Eines der krassesten Derby der Fußballkarte. Der Fußballgeschichte. Ja, das hat irgendwie nicht so gepasst. Loris Karius würde 4 Millionen kosten. Das ist ein bisschen arg teuer. Und Timo Horn, der ja 5,5 kostet. Ich bekomme ja auch für weniger. 74, aber das ist schon arg utopisch. Ich meine, wir haben im Moment, glaube ich, 3,5 Millionen oder so. Aber vielleicht bekommen wir den noch für weniger, das könnte schon sein. Ja, wer nicht schlecht ist, ist dieser Castells mit 71 Punkten, der etwa 2 Millionen kostet. Mhm. Der ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, wie gesagt, es war unser letztes Spiel vor der Transferphase. Und dann werden wir in der nächsten Folge vielleicht mal sehen, was sich so hergibt. Und denkt dran, ein Feedback zu schreiben. Wäre uns echt wichtig. Dankeschön. Jawohl, euer PLTV. Macht's gut. Servus.